Okay, schon etwas länger erhalte ich immer wieder so komische Spam-E-Mails und speziell zurzeit sehr viele mit dem Wort E-Banking. Jetzt haben wir gedacht, ich schaue mir das einmal mit Hilfe der bedingten Wahrscheinlichkeit ein bisschen genauer an, um vielleicht im Spam-Filter ein bisschen besser einstellen zu können. Das Problem ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine E-Mail, in der E-Banking steht, Spam ist? In ihm trifft er folgende Annahmen, die ich aus dem Wiki, aus dem Zoom-Wiki habe. Zu bedingte Wahrscheinlichkeiten. In 1% der guten und in 40% der Spam-Mails kommt das Wort E-Banking vor. Und außerdem seien noch 10% der Mails gut und 90% der Mails Spam, was ziemlich der Realität entspricht. Ich schreibe mir das vielleicht in einer Art Tabelle mal auf. Also die Wahrscheinlichkeit für Spam. Wir haben jetzt für positiven Spam ist 0,9 und 0,1. Das sind die Wahrscheinlichkeiten, dass eine E-Mail Spam ist. Und dazu werde ich ergänzen jetzt die Wahrscheinlichkeit für das Wort E-Banking. Ich werde das vielleicht so machen, dass ich das da her schreibe, E-Banking. Okay. Das Wort E-Banking kommt vor in den guten Mails mit 0,1, mit 1%. Also schreiben wir vielleicht gleich her 0,01, in den bösen, in den Spam-E-Mails mit 0,4, werden wir noch brauchen da. Und das wiederum bedeutet, in 99% der E-Mails, also 0,99, kommt das Wort E-Banking natürlich nicht vor. Jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mail, in der E-Banking steht, Spam ist? Naja, da schauen wir uns mal an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mail Spam ist und das Wort E-Banking vorkommt. Also genau das Umgekehrte. Okay, das wäre also 0,9, dass es Spam ist. Und mit 40% Wahrscheinlichkeit, das haben wir da oben stehen, ist in dieser Mail das Wort E-Banking drinnen. Das bedeutet wiederum, bei diesen 90% der Spam-Mails ist es mit 0,6, also mit 60% Wahrscheinlichkeit nicht drinnen. Als Summe, vielleicht schauen wir uns das gleich darunter an, muss sich hier wieder logischerweise, wenn ich das ausrechne, 0,9 ergeben. Rechnen wir die einzelnen Dinge aus, also hier haben wir 0,36 und da haben wir 0,54. In Summe die 0,9. Wie schaut die Situation jetzt aus, wenn es kein Spam-Mail ist? Ja, in 10% der Fälle, also 0,1, ist es kein Spam-E-Mail und dort kommt das Wort E-Banking vor, also 0,01. Und das Gegenteilige wieder 0,1 mal in 99% der Fällen kommt das Wort E-Banking nicht vor. Wieder kurz die Ergebnisse dazu. Das wäre dann 0,001, also ein Tausendstel, und da haben wir dann 0,099, und die Summe muss natürlich wieder 0,1 ergeben. Okay, wenn man sich von diesen Spaltensummen einmal auch die Zeilensummen anschaut, dann haben wir hier natürlich in Summe die Wahrscheinlichkeit 1, mehr kann es ja nicht sein bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Immer 100%, und die einzelnen Zeilen bieten jetzt als Summe 0,361, also ein bisschen mehr als das 0,36, und dann 0,639. Muss ich ja ergänzen wieder auf die 1. Okay, um die Frage zu beantworten, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mail, in der E-Banking steht, Spam ist, muss man jetzt eigentlich Folgendes berechnen, und ich schreibe das auf mit einer mathematischen Schreibweise. Und zwar die Wahrscheinlichkeit P, dass die E-Mail Spam ist, unter der Bedingung, dieser Schrägstrich heißt unter der Bedingung, dass das Wort E-Banking drinnen vorkommt, ist jetzt laut dem Satz von Bayes folgendes. Also schauen wir uns das an. Und zwar oben schreiben wir die Wahrscheinlichkeit
dass beides eintritt, also Spam und, das ist jetzt eben dieses mathematische und, beziehungsweise geschnitten, dass Spam und E-Banking ist, okay, durch die Wahrscheinlichkeit, dass das E-Mail das Wort E-Banking enthält. Ja, schauen wir uns die einzelnen Wahrscheinlichkeiten anhand der Vierfeldertafel an. Ja, dass es Spam und E-Banking ist. Spam und E-Banking, das ist eigentlich genau dieses Feld, das Feld mit den 0,36, also schreiben wir das mal so her, die 0,36, die Wahrscheinlichkeit, dass das E-Mail Spam und E-Banking enthält, durch die Wahrscheinlichkeit, dass E-Banking vorkommt. Ja, wo kommt E-Banking vor? Das sind jetzt folgende Fälle. Das sind die Fälle, dass es kein Spam ist und E-Banking und dass es Spam ist. Also genau dieses 0,361. Ich werde das da gleich herschreiben. 0,361. Und wenn man das ausrechnet, kommt da raus 0,9972 und nur ein paar zerquetschte. Das bedeutet jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine E-Mail, die das Wort E-Banking enthält, zugleich auch Spam ist, ist 0,9972. Also sehr, sehr viel höher, als was man ursprünglich angenommen hätte oder was man sich gedacht hätte, weil eben da zwei Faktoren zusammenkommen. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit, diese Bedingung, es muss das Wort E-Banking vorkommen, wirkt sich also positiv aus für die Bedingung oder für die Eigenschaft, dass es Spam ist. Gut, ich hoffe, ich habe mit diesem Beispiel ein bisschen mehr Erleuchtung gebracht in die bedingten Wahrscheinlichkeiten und hoffe, dass der eine oder andere verwenden kann. Dankeschön.